Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War, die imperiale kurze Kampagne mit dem Haus der Skipionen. Es geht in die nächste Runde, nachdem wir im letzten Part die karthagische Siedlung oder Ortschaft Palma erobert haben. Geht es also heute weiter. Ich habe mir als Ziel für diese Runde bzw. für diesen Part gesetzt, dass wir hier die letzte verbleibende numidische Siedlung einnehmen. Allerdings weiß ich eben noch nicht, wo genau die liegt und wie stark die garnisoniert ist. Das werden wir aber rausfinden im Laufe dieses Parts. Und ja, da lassen wir uns mal überraschen, was passiert. In der letzten Runde haben wir soweit alles erledigt. Wir müssen erst einmal schauen, natürlich. Wir haben ja aktuell ein bisschen Probleme in Thapsus. Dann machen wir mal tägliche Spiele. Müssen wir zwar wieder ein bisschen mehr an Ausgaben hier hinblättern, aber das muss halt sein, bevor die Bevölkerung hier komplett durchdreht. Und dann können wir in diesem Fall diese Runde beenden und machen weiter mit der nächsten. Ist aktuell alles ein bisschen schwierig in unseren Siedlungen. Die Bevölkerung ist nicht ganz so zufrieden, wie sie schon war. Gerade Karthago ist so ein bisschen eine Problemstadt gerade geworden. Und da müssen wir wirklich ein Auge drauf werfen. So, in Karthago hat sich die Zufriedenheit der Bevölkerung nicht geändert. Unser großer Tempel wird noch gebaut. So, erstmal der Waffenstillstand erklärt zwischen Armenien und dem Seleukidenreich. So. Okay, dann der Rekrutierungsbericht. Leptis Magna wurden Bauern rekrutiert. Und die werden doch gleich nochmal rekrutiert werden. In Cirta wurden Prinzeps rekrutiert. Das machen wir auch nochmal. So, der Baubericht in Syrakus. Der Rüstungsbauer ist fertig. Hier machen wir jetzt als nächstes Schiffswerft. Und in Dimidi die Ställe sind fertiggestellt worden. Da kommt jetzt erstmal eine Farmgemeinschaft. So, soweit, so gut. In Dimidi werden wir auch noch ein bisschen ausbilden. Amahastati bitte. Danke. Die Ereignisse unserer Seite. Und der Rundenbericht. Alles klar soweit. So, ach ja, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben noch die Senatsmission zum Ende des letzten Parts bekommen, den Hafen von Nabomaritus zu blockieren. Das werden wir auch gleich machen. So, okay. Unser Diplomat, der war hier irgendwo stehen geblieben. Wo ist er? Hier ist er. Und der soll sich ja noch einigen Aufgaben widmen. Und weiter geht's, mein guter Freund. So, gut. Soweit, so gut. In Karthago müssen wir also, wie gesagt, noch eine Runde warten, bis der große Tempel des Saturn fertig ist, der hoffentlich Wirkung zeigt in Sachen Zufriedenheit der Bevölkerung. Denn der bringt uns nochmal ordentlich Bonus auf die öffentliche Ordnung. So, dann können wir die Runde schon wieder beenden und machen weiter mit der nächsten. So, schauen wir natürlich, was der Computergegner macht. So, gut. Und dann ist die Runde beendet und weiter geht's. Unser Anführer ist gestorben, Julianus Scipio. Wo ist das passiert? In Capua war er zuletzt. Okay. Das heißt, es wird wieder ein neuer Anführer aus Akon geworden sein. So, Partien hat den Seleukidenreich den Krieg erklärt. Der Rekrutierungsbericht. Leptis Magna Bauern. Die sind hier zufrieden. Cirta Princeps. Nochmal bitte. Und Dimidi Hastati. Auch nochmal bitte. Dankeschön. Der Baubericht. Leptis Magna, die Statthaltervilla. Als erstes erstmal eine Kanalisation. Karthago. Der große Tempel wurde gebaut, ja. Und wie ich es erhofft habe, hat das schon mal die Ordnung in der Stadt und die Zufriedenheit der Bevölkerung gesteigert. Sehr schön. So, können wir noch eine Akademie bauen. Die Arena, das machen wir dann aber demnächst. Erstmal müssen wir wieder ein bisschen Geld sparen. Und in Cirta wurden die Straßen fertiggestellt, beziehungsweise die Pflasterstraßen oder Hauptstraßen. Ja, Hauptstraßen müssen es gewesen sein. Auch hier warten wir erstmal wieder, bis wir etwas mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Gaius der Sieger ist unser neuer Anführer. Den haben wir hier. Hieß ehemals Gaius Scipio. Und dadurch, dass er für uns ja ordentlich militärisch Erfolge errungen hat, heißt er jetzt Gaius der Sieger. Das ist doch eine feine Sache. So, jetzt werden wir hier den Hafen endlich blockieren können, auch wenn wir den Galliern den Krieg erklären, das ist halt so. So, Krieg. Ja, das Haus der Skipionen und den Galliern, aber naja, mit denen werden wir, denke ich mal, demnächst nicht allzu viel am Hut haben. So, die Britannier sind überraschend weit vorgedrungen, stelle ich gerade fest, sind hier schon in eigentlich germanischen Gefilden. Das ist so, ja, fast schon die Mitte von Deutschland in der heutigen Zeit. Schau an, wo sich die Britannier überall hinwagen. Okay, dann können wir die Runde im Prinzip auch schon wieder beenden. Und weiter geht's mit der nächsten. So, die Gallier bieten uns den Waffenstillstand an. Den müssen wir natürlich erstmal noch ablehnen, bis unsere Senatsmission erfolgreich ist. Aber ihr könnt uns gerne in ein paar Runden nochmal fragen. So. Okay.
Und dann hätten wir das geschafft. Senatsmission erfolgreich. So, wir lassen erstmal alle Meldungen ankommen. Der Rekrutierungsbericht, Prinzeps, Inserter natürlich. Indimidi die Hastati. Ebenfalls, die haben wir jetzt gleich wieder voll, unsere Armee. Bau abgeschlossen, Messana, die Steinmauer. Da brauchen wir jetzt auch erstmal nichts weiter bauen. Wie gesagt, ich will erstmal wieder ein bisschen Geld sparen. Ereignisse einer Seite. Okay. Fortschrittlichste Seite sind wieder wir. Der Rundenbericht, wir haben wieder leicht Plus gemacht. So, Lilibeum. Soweit alles in Ordnung. Wir haben natürlich auch ein Auge auf Karthago. Das ist auch alles soweit. Ganz gut, da rekrutieren wir einmal Bauern zur Sicherheit. Und die Senatsmission erfolgreich. Und wir werden bei der nächsten Besetzung eines Senatsposten von dem Senat besonders bedacht werden. Das ist ja aber sehr freundlich von euch. So, und ich habe schon den Plan. Wir werden aus Syrta den Großteil unserer Truppen direkt mit der Flotte verschiffen. Denn da geht es schneller. Da sparen wir uns natürlich extrem Weg bis zur Siedlung. So, der Diplomat wieder. Jetzt können wir den Galliern eigentlich gleich mal den Waffenstillstand anbieten. Hallöchen. Ja, sehr gut. Dann hätten wir das nämlich gleich geklärt, denn wir müssen uns ja hier nicht unnötig viele Feinde machen, sage ich mal. So, und da wäre der kurze Krieg auch schon wieder beendet. Nur wegen einer Hafenblockade eigentlich ziemlich sinnlos, aber naja. Gehört eben auch dazu und weiter geht's mit der nächsten Runde. So, Leute. Okay, und damit geht's weiter. Und dann schauen wir mal, diplomatische Information, Ägypten hat den Parthern den Krieg erklärt und Parthien und Armenien haben ihre Bündnisse gebrochen. Der Rekrutierungsbericht in Karthago, Bauern, machen wir einfach gleich nochmal, wie gesagt, bloß aus Sicherheitsgründen. Syrta, die Prinzeps, können wir trotz alledem noch einmal machen, bis unsere Flotte dann da ist. So, und in die Midi sind wir jetzt fertig mit dem Rekrutieren. Alles klar, der Baubericht, Syrakus Schiffswerft. Da bauen wir dann auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Stadt weiter. Hier machen wir jetzt erstmal eine Farmgemeinschaft. In Leptis Magna und die Midi-Farmgemeinschaft kommt jetzt der Schmied. Okay. Und Rundenberichte können wir übersehen, ist nicht so wichtig. So, wen nehmen wir alles mit? Aus die Midi ist natürlich jetzt die spannende Frage. Wir haben hier drei verschiedene Statthalter. Einen würde ich auf jeden Fall ganz gern zurücklassen. Vor allem einen, der viel Einfluss hat. Ich bin da so der Meinung, entweder Quintus Scipio oder Gaius, der Sieger. Und den werde ich mitnehmen, Gaius, den Sieger. So, und dann wählen wir hier mal aus. Hastati, Hastati, Prinzeps, Prinzeps, Prinzeps auf jeden Fall. Equites, Prinzeps. Ne, die Einheit der Prinzeps ist schon ziemlich angeschlagen. Die Söldner werden wir noch mitnehmen. Ja, und das sollte im Prinzip eigentlich reichen. Wir werden die Midi verlassen und machen uns auf in Richtung dem verbleibenden Numidenland. So, und die Midi schauen wir mal. Oh, Bevölkerung trotzdem noch glücklich, also ist ja alles in Butter. Ich werde hier mal einen Wachturm bauen, wenn das möglich ist, genau. Ja, das eröffnet uns natürlich noch ein bisschen eine andere Sichtweise über unsere Provinz hier, damit wir ein bisschen mehr Überblick behalten. So, okay. Also hier oben irgendwo müsste die Siedlung sein. Dann wollte ich aus Palma unseren Spion noch mitnehmen. Den hatten wir nämlich hier zurückgelassen, warum auch immer. Hat ja eigentlich keine Dienste mehr zu erledigen. Genau, dahin bitte. Dankeschön. So, dann unser Diplomat wieder. Macht sich auf die Reise. Und das war es auch schon wieder mit dieser Runde. Ja, es geht eigentlich schnell voran hier. Allzu viel zu tun haben wir im Moment nicht. Nur ein bisschen Verwaltung. Aber naja, das gehört eben zu einem Strategiespiel dazu. Sonst wäre es ja kein Strategiespiel. So, Senatsmission erteilt, schon wieder Hafenblockade, Nabo Maritus, was soll denn das nun schon wieder, Leute? Ich habe den Hafen doch gerade erst blockiert. Ja, Leute, ich werde trotzdem mal den Spion hier schnell abladen und mache mich dann mit der Flotte wieder auf den Weg. Das heißt, wir müssen den Plan ändern, wir werden jetzt zu Fuß marschieren, warum auch immer. Aber wenn der Senat das so haben will, dann will der Senat das so haben. So, wir nehmen natürlich erstmal Prinzeps mit, Hastati, Hastati, Hastati. Bleibt zurück, das muss reichen, da geht zwar jetzt erstmal die Zufriedenheit der Bevölkerung ordentlich runter. Aber das bekommen wir schon in den Griff. Wir senken erstmal den Steuersatz mal eben und werden, ja, Hastati mal ausbilden. Und werden hier, was werden wir denn bauen? Ist die große Frage. Erstmal eine Arena. Okay, sehr gut. Rundenbericht haben wir wieder etwas Minus gemacht, aber naja, das ist eben so.
Die Armeen führen wir zusammen. Karthago machen wir wieder Bauern. Einfach nur aus Sicherheitsgründen, dass nichts passiert in der Stadt. Aber wie gesagt, in den Städten werden wir dann weiter zu einem späteren Zeitpunkt fleißig bauen. Aber erstmal müssen wir eben auf unseren Geldbeutel achten und der ist im Moment etwas angeschlagen. So, dann geht es hier weiter. Durch die Gebirge müssen wir uns kämpfen. Wir haben einen numidischen Wachturm, der bald unser sein könnte. Jetzt sind wir schon in Mauretanien. So, okay. Und das erledigt. Den Diplomaten vergesse ich fast immer. Aber ich meine, er arbeitet im Dienste Roms und deswegen möchte er natürlich auch etwas zu tun haben. Und wir machen uns wieder hier runter und weiter geht's. So, sehr schön. Runde wieder rumgekriegt und weiter geht's. Unsere Flotte macht sich auf in Richtung Nabomaritus. Der Rekrutierungsbericht, Karthago, die Bauern. Wie immer das gleiche Spiel. Das können wir jetzt erstmal auf sich beruhen lassen. Syrta, Hastati machen wir trotzdem nochmal. Einfach nur zur Sicherheit. So, die Armee bewegt sich weiter fort. Geht aber recht schnell voran hier. Der Spion ebenfalls natürlich. So, hier haben wir den numidischen Erbe. Tabnit. Der befindet sich hier. Den hatten wir ja, glaube ich, schon mal das Vergnügen. Gegen den müssten wir ja schon eine Schlacht geführt haben. So, und wir haben ja bald unsere beiden Armeen auf einen Haufen. Das ist natürlich auch eine feine Sache. So, und hier irgendwo müsste jetzt dann bald mal die Siedlung der Numidia auftauchen. Ich bin mir halt jetzt nicht ganz sicher, wo genau, aber das werden wir schon noch rausfinden. Und wie immer, der Diplomat. Ich weiß schon. Ein sehr, sehr spannender Part, aber das gehört halt auch mal dazu. Es kann nicht immer total zur Sache gehen. Das ist eben Rome Total War, meine Lieben. So, weiter geht's. Alles klärchen und da sind wir wieder. Machen direkt weiter unsere Armeen hier. Postieren, Nummer 1, Nummer 2. Ich weiß nicht, ob man den Tabnit vielleicht links liegen lassen. Ich werde mich erstmal auf den Weg in Richtung der Siedlung machen. Und hier ist es ja, Tingis, die numidische Hauptstadt. Wir haben sie ausfindig gemacht, na endlich. Und bald können wir sie auch angreifen. So, haben wir schon einen Hafen. Ja, und wie es mir dachte, hier drüben, die Karthager haben auf jeden Fall noch Cordoba besetzt. Das wird die letzte karthagische Siedlung sein, nehme ich mal an. Die unsere Erzfeinde aus Karthago noch besetzt halten. So, und dann können wir jetzt hier in der nächsten Runde direkt Tingis belagern. Stadt scheint nicht sonderlich stark garnisoniert zu sein, aber erst einmal in Ruhe weitermachen. Hastati. So, der Baubericht natürlich wieder Leptis Magna Farm Gemeinschaft. Hier bauen wir jetzt mal, den Hafen. Dimitri der Schmied. Okay, hier können wir es eigentlich auch auf sich beruhen lassen. Zunächst einmal die Ereignisse. Rundenbericht. Übersehen wir jetzt mal in Karthago wie immer unsere Bauern, die so schön billig sind, aber trotzdem die öffentliche Ordnung in die Höhe treiben. Das ist eine feine Sache, muss ich sagen. Und der Diplomat. Ach, bevor wir es vergessen, die Hafenblockade mal wieder. Das war also total sinnlos, mit den Galliern erst hier Friedensvertrag auszuhandeln. Jetzt, wo wir sowieso wieder gegen die in den Krieg ziehen. Ach, meine Herren. Naja, da müssen wir eben durch. Das ist halt so. Und dann können wir die Runde guten Gewissens wieder beenden und machen weiter. In der Hoffnung, dass wir Tingis jetzt gleich belagern können. Das wäre eine feine Angelegenheit. So, hier tut sich nichts. Im äußersten, ja, in der äußersten letzten Ecke des numidischen Reiches. So, wir marschieren also auf Tingis zu, greifen an. Belagern. Moment mal. Können wir jetzt mit unserem Spion noch rein? Nein, 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 nein. Moment mal hier. Brecht mal eben bitte die Belagerung ab. Dankeschön. Spion hinein. So, ja, wir sehen schon, die Siedlung ist extrem schlecht garnisoniert. Also das, ja, wir können die Siedlung auch direkt angreifen. Das ist eine super Sache. 10:1 Stärkeverhältnis. So, und Tingis ist besetzt. Bevölkerung wird ausradiert aus Sicherheitsgründen. Ja, aber die Numidier, sie sind noch nicht vernichtet. Also irgendwo müssen sie noch eine Siedlung haben. Aber egal, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere neueste Errungenschaft. Reparieren hier alles. Bauen eine Kanalisation und werden dann, können wir hier schon fortbilden. Ja, viel verloren haben wir jetzt ja nicht an Truppen. Ne, brauchen wir nichts vorzubilden. Okay. So, unsere zweite Armee haben wir noch hier. Jetzt werde ich dann machen, wir werden ja auf jeden Fall gleich mal eine Flotte machen, damit wir dann hier die Karthager auf dem spanischen Festland angreifen können. So, Widerstand ist zwecklos, das ist klar. Weiteres Merkmal erlangt. Sextus
Cositius, das ist unser Agent, unser Spion, schöner Name, Bündnis angekündigt, Germanien und das Haus der Bruti, der Rekrutierungsbericht in Karthago, die Bauern, bitte noch einmal, und Inserter Hastati, gut, okay, da ist die Bevölkerung jetzt wieder wunschlos glücklich, der Bau abgeschlossen, Inserter die Arena auch, nochmal jährliche Spiele, das reicht. So, wie gesagt, bauen machen wir später Ereignisse einer Seite. Fortschrittlichste Seite, die Ägypter, der Rundenbericht. Und die Senatsmission erfolgreich. Gut. Sehr schön. Läuft doch alles wie geschmiert. So, unsere Flotte segelt mal hier entlang. Das sind die Spanier, mit denen wollen wir eigentlich nichts weiter zu tun haben. Zumindest nicht im kriegerischen Sinne. So, okay. Und wenn wir dann hier jetzt gleich die Flotte rekrutiert haben, werden wir aufs spanische Festland übersegeln, also lasst euch überraschen, wir beenden die Runde schnell, denn das will ich noch machen vor Ende des Parts, dass wir uns dort dann schon mal auf die Schlacht vorbereiten können. Aber man muss sagen, dort lauert eine heftige Armee der Karthager. So, Scalabis, hier sollen wir eine Hafenblockade machen. Ach so, das gehört also auch den Karthagern. Die scheinen also sogar schon zwei Siedlungen hier auf dem spanischen Festland zu haben. Ja, da segeln wir mal dorthin, in der Hoffnung, dass wir dort auch hinkommen. So, was haben wir hier? Die karthagischen Erbe mit einer Riesenarmee. Oh Gott, da müssen wir aufpassen. Karthager blockieren auch hier direkt trotzfrech unseren Hafen. Leute, so geht das überhaupt nicht. Hoppen ab hier. Da ein Stärkeverhältnis. Sehr schön. Versenkt die Bude. So, und ich überlege mir es in dem Falle doch nochmal anders. Wir werden erstmal in Tingis noch ein bisschen rekrutieren müssen, bevor wir hier die Siedlung so waghalsig angreifen. Denn ich glaube, die Karthager haben hier doch noch ordentlich was zu bieten. Und bevor wir es übertreiben, genießen wir das lieber mal mit Vorsicht. Okay. So, Leptis Magna ist der Hafen fertig. Da können wir jetzt Pflasterstraßen machen. Wir haben jetzt wieder etwas mehr Geld. Wie gesagt, in Tingis wurde alles repariert, was zu reparieren war. Die Ereignisse einer Seite, die fortschrittlichste Seite sind jetzt wieder wir. Ansehen beim Volk steigt. Die Stadt wächst, Syrta wächst. Auch schon. Okay. Machen wir später. Rundenbericht. Und ja, wie gesagt, die erteilte Senatsmission unsererseits, um die wir uns dann bald kümmern werden, dürfen wir bloß nicht vergessen, dass es noch zu erledigen ist. Also, wir haben Tingis erfolgreich eingenommen, das freut mich natürlich sehr. Und werden uns jetzt alles dran setzen, erst einmal hier die Karthager noch aus dem Weg zu räumen. Ich muss mal eben schauen. Wir haben 12 Provinzen bereits eingenommen, 15 brauchen wir noch, also drei müssen wir noch erobern. Die Numidier und Karthager sind noch am Leben. Karthago hat mindestens also zwei Siedlungen hier auf Spanien und die Numidier müssen auch noch irgendwo eine Siedlung haben. Das finden wir alles noch in den nächsten Parts raus. Ich bedanke mich dann zunächst erstmal fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Rome Total War. Macht's gut und ciao.